Vielfalt ist nicht, wie wir uns unterscheiden. Bei der Vielfalt geht es darum, die Einzigartigkeit des anderen anzunehmen. Häufig wird ja gesagt, Musik verbindet die Menschen, Musik verbindet die Völker. Aber ich glaube, diesen Ausspruch muss man mit Vorsicht genießen. Ist nicht auch viel Fremdartiges in anderer Musik, was nicht nur verbindet, sondern mehr als staunen lässt und vielleicht auch abstößt? Die Musik im 17. und im 18. Jahrhundert, die im Osmanischen Reich gespielt wurde, hat viele Musiker und viele Europäer eher abgeschreckt, aber auch fasziniert. Reiseberichte aus der Zeit geben uns davon einen kurzen Eindruck. Zum Beispiel hat der, sagen wir mal, Sekretär des Außenministers, der in Istanbul 1711 war, geschrieben: Die Ähnlichkeit mit unserer Musik geht gleich gegen Null. Was von den Türken mit großer Begeisterung aufgenommen wird, wird bei uns eher mit Ablehnung und mit Grauen erkannt. Ablehnung und Grauen. Wenn dieser Herr 300 Jahre eher dorthin gekommen wäre und die Musik der damaligen Zeit, des 12. Jahrhunderts, mit der Musik Europas im 12. Jahrhundert verglichen hätte, wäre das einfacher gewesen. Da waren die Musik noch nicht so weit auseinander. Deswegen möchte ich Sie herzlich begrüßen und zu unserer Zeitreise einladen, die vielleicht die Gegensätze etwas mildert und das Verständnis füreinander fördert. Wenn man sich das ansieht, dass das Osmanische Reich eine große Kultur des Ostens war, muss man nicht vergessen, dass es diese Kultur der Araber in Europa ja schon gegeben hat. 711, Mohammed war noch keine 80 Jahre verstorben, wurde Spanien von den Mauren erobert. Einer dieser großen Eroberer hatte über Gibraltar, das eigentlich seinen Namen, den Felsen des Tarik, wiedergibt. Spanien erobert, Spanien innerhalb von 3 Jahren unter seine Herrschaft gebracht. 10 Jahre später gab es schon die ersten Münzen. Und zwar waren diese Münzen so, dass sie auf der einen Seite arabische Schrift hatten, und zwar mit der Bezeichnung dieses Landes Al-Andalus, und auf der anderen Seite Hibernia stand in römischen Buchstaben. Also ein Konglomerat der Kulturen. Eine große Zeit, die erst endgültig 1492 enden sollte, als Granada, das Königreich Granada, dann endgültig von den Spaniern eingenommen wurde. Diese Zeit war geprägt durch Toleranz. Jeder Christ durfte seine Religion ausüben, solange er die Herrschaft der anderen, der Mauren, anerkannte. Es wurde eine unwahrscheinlich fruchtbare Zeit für die Kultur, aber auch für die Wirtschaft. Die Landwirtschaft, die im Norden Afrikas eine große Blüte hatte, als Kornkammer des Römischen Reiches, wir erinnern uns an unseren Geschichtsunterricht, wurde nun in Spanien angewandt. Es gab einen großen Aufschwung auch in dem Kunsthandwerk, und die Musik sollte auch, wie wir das wissen, die Musik sollte eben auch beeinflussen den ganzen europäischen Bereich. Die Spanier wurden als Mozaraber bezeichnet von den anderen europäischen Völkern, was heißt, sie hatten schon den arabischen Anstrich, und von dort aus ging nämlich auch dann die Kultur wieder nach Europa zurück. In Cordoba lagen mehr als 40.000 Handschriften allein von griechischen Philosophen. So sind die griechischen Philosophen in diesen Abschriften nach Europa gekommen und sind nicht verloren gegangen. Weitere Belletristik, Gedichte aus Persien mit weit über 400.000 Exemplaren waren in dieser Bibliothek vorhanden. Auch das Geistesleben hatte einen großen Schub erfahren. Wollen wir fragen, wie es nun da weiterging, wenn wir unseren Herrn Ortiz ansehen, der ja geboren wurde, als die letzten Mauren gerade das Land verlassen hatten oder da noch wohnten, dieses unter spanischer Herrschaft, der selbst in Venedig dann hinterher gewirkt hat und von dort aus auch nicht nur seine maurische Erfahrung, sondern auch die Erfahrungen, die Venezianer in ihrem Handel aus dem Osmanischen Reich mitbekamen, hatte er eben sich mit einer ganz besonderen Kunst befasst, die ihm quasi schon mit der Muttermilch eingeimpft worden war, nämlich die Kunst der Recercada. Die Recercada, Recercare, wie wir die kennen, war eine Kunstform, die sich wirklich aus der maurischen Musik entwickelt hatte. Wir hören nun die Recercada Prima, die Recercada Quinta und die Recercada Segunda. Und auch da werden Sie ganz deutlich maurisch-arabische Einflüsse hören. Viel Vergnügen. Ich glaube, einfühlsamer kann man ein solches Lied nicht spielen und nicht singen. Wir sehen gerade in der Verbindung zwischen dieser türkischen Melodie, diesem türkischen Text, auch mit, sagen wir mal, europäischen Instrumenten, gewinnt eigentlich diese Musik nur. Und ich glaube jetzt, wenn wir unser Pasticcio ein kurzes Stück unterbrechen, wäre es mal an der Zeit, auch unsere Akteure zu fragen, nachdem wir ja schon 14 Tage Zeit hatten, das erste Konzert sacken zu lassen, inwieweit Erwartungen erfüllt sind, inwieweit Überraschungen es auch gegeben hat und wie weit wir uns jetzt vorstellen können, für das nächste Konzert dann auch noch einige Überraschungen bereitzuhalten für Sie. Ich glaube, Erdal, ich frage dich zuerst, was hast du bisher schon mitgenommen aus der Zusammenarbeit zwischen der europäischen Barockmusik, frühen Musik mit der türkisch-traditionellen Musik? Vielen Dank und herzlich willkommen. Also für mich selbst habe ich die Gelegenheit bekommen, mit einer Musik, also mich auseinanderzusetzen, die ich bis jetzt hörte, aber nicht praktizierte. Ich habe diese Zeit soziale und kulturelle Leben also gespürt. Aus der Jetztzeit oder von damals? Von damals. Von damals schon, ja. Ja, 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 und das ist ja eigentlich noch gar nicht so richtig erforscht. Ja. Und, aber ich glaube, das gibt jetzt wirklich Anstöße, nicht nur für uns, sondern auch für andere, doch einmal die Gemeinsamkeiten und die Verbindungen, die gegenseitige Befruchtung der Musik wahrzunehmen. Und wir haben ja auch schon über Tonsysteme gesprochen beim letzten Mal. Ja. Und jetzt ist einigen, wie ich schon gehört habe, aus dem Publikum klar geworden, was es eigentlich damit auf sich hat, dass es also Kirchentonarten gab, die bei euch in euer Tonsystem auch aufgenommen wurden oder eigentlich im Tonsystem auch leben noch. Ja, also osmanischen, also türkische Musik können wir über Makams Musik, also Tonleiter, also auf Türkisch heißt das Makam, Musik sprechen. Bei türkischer Musik geht es also in linearen Musik. Ja. Und das war also für mich das mal die erste Überraschung, dass westliche europäische Musik immer ein System hat, also ein festes System hat. Und also türkische Musik geht es um mehr Emotionen und also Improvisationen. Ja. Ja, vielleicht kannst du das jetzt mal direkt an dem Stück, was du gerade gespielt hast, erklären. Was war das denn? Das war ein Lied von Tamburi Çavuş Mustafa Çavuş aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Tanburi hat ja der Name bekommen, weil er Tanbur, diesen Langhalslaute Instrumente damals gespielt hat. Also ein Ehrenname sozusagen. Ehrenname. Ja, ja. Und Çavuş, er war ein Offizier und wurde auch vom Palast, also dieser Name, ihm verliehen. Und in diesem Lied geht es um Sehnsucht und Liebe und Suche nach Schönheit, also unerreichbar. Ja, ich glaube, das hat man gut rausgehört. Und was war das jetzt für eine Tonart, die das ausdrückte? Das war ein, also Makam-Musik, ja, ja. Das ist Buse, ja. Makam heißt, das ist ein bisschen, ja. Ja, kann man das so sagen. Sehr, sehr schön, ja. Aber jetzt möchte ich die andere Seite auch nochmal befragen. Also ich bin ja beeindruckt, inwieweit das alles jetzt nicht nur verinnerlicht, sondern das jetzt auch Räume gewinnt in uns, so diese Verbindung. Und wie sieht es denn bei dir aus, Elke? Ja, guten Tag, hallo. Ja, für mich war das auch ähnlich. Also interessant war eben zu sehen, dass das zwei verschiedene Hörsysteme sind. Auch die Ohren funktionieren ganz anders. Also wir hören bei der europäischen Barockmusik sehr, wie die Töne zueinander passen, senkrecht. Also wenn man sagt also höhere Töne, dann hat man unten den Bass. Und wie passt das zueinander? Wie entwickeln sich diese verschiedenen Abstände von den einzelnen Akkorden. Und das ist eben in der türkischen traditionellen einstimmigen Musik ganz anders. Da ist es eben, wie entwickelt, was du schon sagtest, linear. Also wie entwickelt sich ein Ton mit der Zeit? Also was passiert mit dem Ton? Das ist sehr spannend und da muss man sich ganz schön umstellen und auch das erstmal lernen. Also das sind wirklich zwei verschiedene Systeme. Sehr spannend und ja, also bei uns gibt es auch, ist auch eine emotionale Musik, das ist es nicht, aber die ist eben, zum Beispiel liegt es bei uns daran, es gibt sogenannte Tonarten, das hängt dann damit zusammen, auf welcher Tonhöhe man anfängt, ob man auf einem C anfängt oder auf einem E oder so, da hat man schon verschiedene Tonarten, Charakteristiken nennt sich das, das sind dann schon, klingt dann schon ganz unterschiedlich, aber das liegt immer daran, dass wir eben diese Harmonien auch unten drunter haben, ohne das würde man dann keinen Unterschied merken. Also, ja, ich sagte ja vorhin schon, dass es eben Musik im Mittelalter und auch in der Renaissance gab, also in der frühen Renaissance, die auch linear gearbeitet war. Denken Sie an gregorianische Choräle, die ja nun auch daraus leben, dass sie linear sind und auch die erste Mehrstimmigkeit, die ja keine Mehrstimmigkeit waren, sondern es waren mehrere Stimmen, die sich also nicht zu Harmonien zusammenfanden, sondern zufälligerweise zu Harmonien zusammenfanden, indem da mehrere lineare Strukturen gleichzeitig klangen. Ich glaube, so ist das. Also es ist eine wunderbare Sache, das zu erkennen. Und ich glaube, der nächste Komponist, den wir jetzt hören, darf ich noch eine Frage zu Johann Sebastian Bach, der hat unser Gehör noch mehr verdorben in Bezug darauf, dass wir nun die Tonarten unterscheiden können, dass wir auch das Tonsystem, das Naturtonsystem, was es ja gibt, mit den wirklich nicht reinen Halb- und Ganztonschritten, sondern dass es da Übermäßige gibt und so etwas, das wir in der osmanischen türkischen Musik noch hören, durch sein temperiertes System, was er in die Musik quasi eingeführt hat, dass wir eben heute alles gleich hören. Und ja, und wie kommt ihr jetzt darauf, diesen Bach zu nehmen? Also das hat zwei Gründe. Erst einmal ist es so, dass es gerade im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert gar nicht so getrennt war, wie man immer denkt. Also es ist so, der Bruder von Johann Sebastian Bach, also man muss sagen, damals gab es keine Autos und kein gar nichts, aber der Bruder von Johann Sebastian Bach, Kutschen gab es schon, ja. Der war angestellt beim schwedischen König. Die haben dann Krieg geführt in der Ukraine und haben verloren und sind dann geflohen nach Konstantinopel. Und dort war also der Bruder von Johann Sebastian Bach, unserem typisch deutschen... Ach, dieser Johann Jakob. Johann Jakob Bach war, also der Bruder von unserem berühmtesten eigentlich Komponisten, deutschen Komponisten, war also 4 Jahre in Konstantinopel. Und genau, und also so wahnsinnig getrennt war das alles immer gar nicht, also wie man immer heute denkt. Also die sind auch sehr viel gereist. So, und jetzt Johann Sebastian Bach, dieses Stück, was wir jetzt ausgewählt haben, haben wir deswegen ausgewählt, das ist die Arie aus der Goldberg-Variation und da drin ist ein Stück, also die Melodie der Bergamaska und das ist auch ein Stück, was es eigentlich über den ganzen, also in dem ganzen Raum, über den Bosporus und überall wurde dieses Stück, im Balkan auch. Ja. Und also es war eigentlich überall, also von Spanien bis ganz weit rüber ging das, bis in den Osten, ganz weit in den Osten, wurde immer dieses Stück gespielt und Bach, also hat das dann als Grundlage genommen. Ja, wir werden mal hören, wie das klingt. Wie das klingt. Ich glaube, das hieß sogar in Deutschland, Kraut und Rüben haben mich vertrieben. Wenn Sie das Lied nicht kennen, ist es nicht schlimm, Sie werden es gleich dann zumindest musikalisch erfahren. Und dazu wünsche ich uns aufmerksames und spannendes Hören. Dankeschön euch beiden auch. Ja. Ganz herzlichen Dank für dieses Stück, Erdal, was du geschrieben hast und im Gegensatz und zur Abwandlung, was im Programm steht, nicht nur für Bağlama und Streichquartett, sondern auch für Bläser. Und es ist bezeichnend, dass Sie nun all die Instrumente sehen, die am Anfang des 18. Jahrhunderts auch in Konstantinopel en vogue waren. Es gibt Berichte aus der Zeit, dass das Instrumentarium, das europäische, über den Balkan sich Anfang des 18. Jahrhunderts sich in Istanbul etabliert hatten. Die Streichinstrumente, die Violinen zum Beispiel, die in der Lage sind, durch die Griffe auch die Tonleitern der osmanisch-türkischen Musik zu spielen. Dann wird davon berichtet, die Flöten sind wieder zurückgekommen ins Osmanische Reich. Und es wurde von einer Flöte besonders berichtet, die ein Rohr daran hat. Und das, wenn du das mal hochhalten willst, ist das Rohr da oben dran. Das war die Oboe und nicht zuletzt die Oboe von Johann Jakob Bach, auf den wir gleich noch kommen. Dann natürlich auch das große Instrument, auch mit Rohr, das wir hören, die Schlaginstrumente türkisch, dann natürlich Bağlama türkisch und die Gitarre, die eigentlich aus dem mozarabischen Bereich kam, ist erst in der Zeit wieder in die Türkei zurückgekommen und hat die Langhalslauten und so weiter bereichert. Also hören Sie was ganz Modernes, das jetzt geschrieben wurde, in einer Besetzung, die es schon im Barock gab. Ist das nicht toll? Ja. Dann sagen, was heißt Pause auf Türkisch? Ara. Ara, ja genau, Pause. Ja, ja. islamisches Sprichwort, was ich gern zitiere, sagt, viele verschiedene Blumen ergeben einen Blumenstrauß. Viele schöne Blumen haben wir heute schon gesammelt und werden jetzt auch noch weitere Blumen sammeln. Könnte das aber auch verstehen und auf den großen Mogul beziehen. Der große Mogul war ein ostanatolischer Feldherr, der mit seinen Reiterscharen Indien überrannt hatte und zum Ende des 17. Jahrhunderts dort ein Riesenreich errichtete, der einerseits berühmt war durch sein strenges Durchgreifen, durch seine Schreckensherrschaft, andererseits aber auch betörte durch seinen unermesslichen Reichtum, den er sich erworben hatte. Und von diesem großen Mogul wussten dann die venezianischen Reisenden und Kaufleute zu berichten, die dann zurückkamen, wieder nach Venedig und auch dann darüber in Europa erzählten. Er setzte allig über den großen Mogul ein großer Kult ein. Der große Herrscherzug des großen Moguls, den finden Sie heute im grünen Gewölbe des Schlosses in Dresden. Dort hat der Hofgoldschmied für August den Starken diesen großen Zug geschaffen. Sie können das sehen, mit allen Juwelen ist dieser Zug mit Elefanten und so abgebildet. Vivaldi hat über diesen großen Mogul so ungefähr um 1711 ein Konzert verfasst. In der letzten Konzertvorstellung, die wir vor 2 Wochen hatten, hatten wir einen Satz gehört, der auch dadurch bestach, dass er Arabesken in sich hatte. Heute können wir den zweiten Satz hören, der eigentlich ein großer Klageruf ist. Man könnte ihn, wenn ich die Blumen wieder und die Sträuße als Vergleich nehme, als den Klageruf der vielen weiblichen Blumen, die in seinem Harem waren, deuten, aber auch als Klagerufe des indischen Volkes, das ausgebeutet war und beherrscht war mit Schrecken und Tyrannei. Aber die Musik ist trotzdem wunderschön, aber gibt auch Anlass zum Nachdenken. Und danach werden wir direkt hören, den großen Blumenstrauß, der sich in Anatolien ergibt, aus den unterschiedlichen Regionen und Bevölkerungsgruppen, nämlich die anatolische Ouvertüre, auch von Erdal Akkaya geschrieben. Aber hören Sie zuerst die Klagerufe. Erdal Akkayas anatolische Ouvertüre und das heißt Anadolu Üvertürü. Ja, also wirklich ein bunter Strauß unterschiedlichster Melodien, unterschiedlichster Rhythmen, unterschiedlichster ja, Ausdrücke und ja eigentlich Affekte und Gefühle. Es war ein wunderschönes Stück, das uns wirklich Einblick gegeben hat. Man fühlte sich quasi wie mit dem Balkan Express und dann Quatsch, mit dem Bagdad Express durch Anatolien gefahren und links und rechts schauen. Also es war wunderbar. Was war jetzt bei deiner Komposition aus Improvisation entstanden und was hast du da festgemacht? Hast du eine Melodie genommen oder hast du da irgendetwas entfaltet, improvisatorisch und das dann aufgeschrieben? Also wie Sie gesagt haben, das anatolische Ouvertüre besteht aus verschiedenen Melodien aus Anatolien. Ich habe eigentlich diesen Taktarten und traditionellen Melodien als Grundlage genommen, aber ich habe das von diesem Ausgangspunkt dann komponiert. Ja. Gut, sonst bei den anderen Stücken, bei den Liedern, die du ja auch spielst, da ist ja die Improvisation sehr stark. Ja. Was macht eigentlich die Improvisation aus und wie funktioniert so eine Improvisation in der türkischen Musik? In der türkischen Musik funktioniert das nach Emotionen eigentlich und Makams, also Tonleitermusik. Und wir formen also Emotionen. Ja, mitgeben. Also die Musik ist Träger der Emotionen, da wird also im Kopf etwas frei, was durch die Musik in den Kopf des anderen soll und ins Herz dann auch. Genau, also es ist nicht geschrieben, es ist also in dem Moment, was passiert. Was passiert. Also das hast du nicht irgendwie so vorgedacht, sondern das kommt dann aus dir heraus. Was also auch der Text oder so etwas initiiert. Wenn du ein Lied hast, kannst du darüber auch improvisieren. Ja, das ist richtig. Ja. Auch Texte kann man auch so spontan, das ist bei türkischen und anatolischen Bardermusik, es ist also spontan auch das ist Tradition, aber wir haben also Texte, jetzt feste Texte von verschiedenen Dichtern. Ja, mit Çavuş und so etwas, die alten Texte und neuere natürlich auch. Ja, und wie, das möchte ich jetzt Elke mal fragen, Dankeschön, Herr, möchte ich Elke mal fragen, wie sieht es denn mit Improvisation in der europäischen Barockmusik aus? Ja, da sind das, also man hat eben bestimmte Tongerüste, also man muss auch sagen, die Barockmusik will auch Emotionen verkörpern, allerdings eher so objektive Gefühle, also es geht nicht darum, das zu verkörpern, was der Komponist oder der Musiker empfindet, sondern eben zum Beispiel die Trauer darzustellen oder die Freude. Und da haben die Komponisten ganz viel Arbeit reingesteckt, um zu überlegen, wie klingt denn eigentlich ein Lächeln oder eine Träne oder wenn jemand weint. So, und das ist also so, diese Emotionen dürfen dann eigentlich nicht gestört werden durch die Improvisation. Also ist die Improvisation auch relativ starken Regeln unterworfen. Man muss sich also in bestimmten Tongerüsten bewegen und es geht dann hauptsächlich über Diminution, also Verkleinerungen oder man baut auch mal an der richtigen Stelle eine Dissonanz, also einen falschen Ton ein, aber das muss man wirklich genau wissen, was man da tut und das ist eben eigentlich... Also wenn man es spontan macht, dann muss man wirklich schon richtig fit sein. Ja. Also das ist also wieder ein Unterschied, den wir jetzt erkennen. Warum habt ihr als nächstes Stück denn eine Chaconne ausgedacht? Ich denke immer, wenn eine Chaconne gespielt wird, ist ja unten wiederholt sich immer was. Also ein harmonisches Gerüst und darüber ließe sich doch toll improvisieren. Das machen doch die Jazzmusiker heutzutage auch. Und wie sieht es denn da so in der Barockmusik aus? Genau, das ist also die Chaconne ist ein ganz typisches Beispiel dafür, wie die Komponisten dann eben variiert haben. Vielleicht kannst du mal den Anfang von der von der Chaconne spielen, damit man einmal hört, dass dieses Gerüst, das sich immer wiederholt, das werden Sie immer wieder hören. Genau. Und darüber kann man jetzt, man hört das und dann bei der dritten Wiederholung wird es einem zu langweilig, dann spielt man da irgendwas anderes dazu, aber immer geht das weiter und theoretisch könnte man das ohne Ende immer weitermachen. Und darüber wird dann improvisiert, also und das haben die Komponisten teilweise aufgeschrieben. Wir werden heute auch ein paar freie Improvisationen und auch so ein bisschen außerhalb des Tempos machen. Aber Erdal möchte ich sagen, dass es im Barock auch noch in der Kunstmusik Improvisationen gab. Und das wird auch Lucius wissen, denn es gab ja da auch Wettstreite zwischen Komponisten. Die bekamen dann eine Melodie von einem Adligen oder so und darüber sollten sie improvisieren und ihre Kunst zeigen. Also auch dann, was nicht vorgeschrieben war, sondern sie konnten auch aus dem Bauch was machen. Also da war die Musik noch eng zusammen. Und es ist eben schon, es ist ein vorgegebenes Melodiegerüst. Das ja, natürlich. Hier ja nicht so sehr, deswegen hatte ich ja gerade gefragt. Gut, aber es gibt doch Wurzeln, es ist ein Unterschied. Also ist jetzt gerade so eine Chaconne und diese Sachen sind eigentlich aufgeschrieben in Improvisationen, wo wir heute noch Improvisationen hören dazu. Und ganz toll, macht's mal. Ja, bitte schön. Liebe Freunde, Freundinnen der Musik, stellen wir uns vor, wir sind am ägyptischen Bazar in Istanbul, gehen auf die Fähre und fahren rüber nach Beyoğlu. Dort treffen wir auf Johann Jakob Bach, der auch gerade da ist, der gerade zum Galataturm hochgeht, ins alte Pera, also Galata und Beyoğlu, Wohnort der europäischen Händler, und dort durch die Gassen streift, durch die Häuser, durch die Basare. Und aus den Häusern wehen ihm damals Melodien seines temporären Exils entgegen, Lieder von Tamburi Mustafa Çavuş wurden sicherlich gesungen und gespielt. Dieses Istanbul war die Blütezeit eigentlich des Osmanischen Reiches, sozusagen das Tulpenzeitalter, wie man es genannt hatte. Westliche und östliche Einflüsse, persische, alles wurde dort verarbeitet und zu einer großen Symbiose gebracht. Dort in Beyoğlu trifft 1711 Johann Jakob Bach auf Gabriel Buffardin, einen Flötisten aus Frankreich, der mit den französischen Gesandten ins Osmanische Reich gekommen war und an den Hof des Sultans in Konstantinopel. Die beiden befreundeten sich, der eine nahm Unterricht beim anderen und sie gaben gemeinsam Konzerte. Und das nicht nur bei den Händlern, in den Häusern der Händler, sondern auch bei den wohlhabenden Bürgern Konstantinopels. Schon hatte sich ein Austausch der Kulturen vollzogen und konnte so weiterleben. Denn Buffardin brachte ein Konzert, was er im Kopf hatte, mit nach Europa. Später auch an den sächsischen Hof August des Starken, wo er der Hauptflötist war, nämlich sein Konzert in E-Moll. Geprägt durch seine Zeit im Osmanischen Reich, und das können wir hören und das werden wir auch gleich hören und werden uns sicherlich in diese Zeit, in diese Tulpenzeit des Osmanischen Reiches hinein versenken können, wo die Kulturen sich begegneten, wo Toleranz herrschte zwischen all diesen Kulturen. Ganz wichtig war auch die jüdische Kultur. Denn wenn Sie mit der Fähre nach Beyoğlu kommen, kommen Sie zuerst ins alte jüdische Viertel, die alte jüdische Synagoge. Und gerade auch die jüdische Musik, was vielleicht noch für einen Workshop wäre, hat auch die osmanische Musik sehr stark beeinflusst, nichtsdestotrotz auch die europäische. Aber hören wir jetzt erst einmal dieses E-Moll-Konzert von Buffardin und danach hören wir dann eine Skaramouche, ein richtig ausgelassenes Stück aus dem Bürger als Edelmann von Lully, das er am Hofe des Ludwigs des 14. gespielt hatte, woher auch unser türkischer Marsch stammt. Ich freue mich auf beides, aber zunächst auf das wunderschöne Konzert in E-Moll. Dankeschön. Schön, dass Sie bei unserer großen Szene heute dabei waren zwischen der türkischen und der europäischen Musik, des Barock und der Jetztzeit auch. Sie haben gerade gehört, hier hat was Neues stattgefunden. Eine neue Symbiose hat stattgefunden zwischen der türkischen und der europäisch-französischen Musik. Ich möchte Sie jetzt schon einladen, in 2 Wochen noch einmal unsere Gäste zu sein, wenn wir den Abschluss dieser kleinen Reihe feiern werden und mit Ihnen gerne feiern möchten, musikalisch und vielleicht auch im Austausch mit Ihnen, was es Ihnen gebracht hat, dass wir uns auch unterhalten können danach. Es wäre wunderschön, für Getränke ist gesorgt. Ja, ich verabschiede mich, aber jetzt möchte ich das Wort dem Komponisten des letzten Stückes geben, nämlich des Stückes Geceleyin. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Und dazu möchte der Komponist etwas sagen. Und ich glaube, das ist ein Stück, das Sie heute Abend noch lange begleiten wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Sie in 2 Wochen oder wann auch immer. Dankeschön. Vielen Dank für diese schönen Worte und diesen wunderschönen Abend. Geceleyin, auf Deutsch in der Nacht, das ist ein Gedicht von Ülkü Tamer. In der Nacht, in der Dunkelheit, ich habe meine Stimme ins Wasser geworfen. Es ist plötzlich ein Lied geworden, das das Schiff, das Meer überquerte. Das ist ungefähr die Übersetzung. Und es geht um die Sehnsucht und sein Liebeslied.